WTF. Bleib ruhig, Timmy. Ich wusste, meine Flugangst ist berechtigt. Mama. Oh, die ist gerade gestorben. Au, mein Ohr. Ob mein Fingernagel abbrochen. Alter, da steht doch direkt so einer, oder? Der rote Mann. Ja, der nimmt die mit. Das Kind nimmt er mit. Ja, war das... Der hat einfach Timmy mitgenommen, oder was? Jupp. Wer schnauft mir denn hier ins Ohr? Der Zwiebelpeter. Oh, Brillibi. Leute! Damit heiße ich euch herzlich willkommen hier. Der zuerst stirbt, der Mexikaner. Alter, vor allem seht ihr einfach gleich aus. Ja, wir sind eineiige Zwillinge, Mann, und du bist wie so ein IT-Nerd aus Mexiko. Liebe Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen hier zu den Waldmeistern. An meiner Seite sind der gute Zwiebelpeter, hallo. Hallöchen. Und natürlich auch der gute Mene, hallo. Moin, moin. Gibt's hier eine Sicht, wie ich mich aussehen kann? Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich Durst und Hunger. Musst du bei uns auf dem Kanal angucken, ja. Na toll. Ja, ich sammle hier erstmal. New Item added to To-Do-List, okay. Hier gibt's ja so Sachen zum Einsammeln, ne? Ja. Booze collected, geil, ich habe Schnaps für uns besorgt. Sauber. Aber ich glaube, die Items sind für alle doppelt und dreifach dann da, oder? Das sind jetzt nicht Kann Items sein. Nur für einen, oder? Heute am Lagerfeuer. Hab ich aber ich hab irgendwie Knast. Ich müsste, glaube ich, mal was essen. Ja, hier liegt noch was. Hier ist noch eine Mahlzeit. Nee, nee, hau ab da. Geil, Schnaps. So. Ein paar Sachen ist er auch direkt, kann das sein? Ja. Ja, stimmt. Bis er keinen der hat Hunger das jetzt mehr direkt, hat, genau, der hat das direkt jetzt gegessen. Okay, also sieht ja richtig cool aus. Ich habe hier den, was habe ich denn für einen Renderer drin? Blockbuster Warm. Der sieht geil aus. Also gar nichts verstellt. Nicht? Ich glaube nicht. Okay. Nur dieses Motion-Dings habe ich aus. Wenn ja, man sich umdreht. Mene malträtiert hier schon mal sämtliche Koffer. Klar. Mal mit. Also so, looten wir jetzt erstmal hier, oder was? Ja, Leute, das denkt man schon, oder? Zu den allgemeinen Sachen. Wir wissen noch nicht, wann und wie das Format kommt. Wir wissen auch nicht, wie das Spiel geht. Wir haben überhaupt keine Ahnung. Warte mal, ich muss dich mal ein bisschen den Sound mal so ein bisschen anpassen. Na, also, wo ist denn das? Zu 100% ist das ja nicht ganz richtig. Ja doch, wir haben eigentlich schon. Reingeguckt. Ja, wir haben einmal versucht aufzunehmen, aber haben nichts gemacht eigentlich. Oh, da sind noch mehr Koffer. Wir haben jetzt diesen See, sehr cool. Und ein Koffer liegt im See. Geil. Bam! Wo ist denn Inventar? Man kann das Wasser trinken. Auf I, wie Inventar. Das ist doch voll nervig. Ich will das auf Tab haben. Wer spuckt, wer hustet? Gut, es regnet und was raus. Oh, ich hab einen Tennisball! Oh nein! Nice. Schmeiß her. Komm, wir spielen erstmal Tennis. Wir wollen nicht überleben, wir wollen Tennis spielen. Hier! Mene! Ja. Zwiebel, hier! Hier, gib her! Geil! Das war nix! Open B to Open Survival Book. Okay. Basics of Survival Tutorial. Hunting Shelter. Wo ich ist denn hier? Erstmal ein Hunting Shelter. Das ist mein Inventar. Wieso brauchen wir denn Hunting Shelter? Wir brauchen erstmal ein Shelter für uns, oder nicht? Oder wohnen wir im Flugzeug? Nee, das ist ja für uns der Hunting Shelter. Der Ball, ist das wirklich jetzt ein Verbrauchsartikel oder liegt der hier noch? Nee, den habe ich hier wieder aufgesammelt. Ach so, okay. Aber irgendwie habe ich den die ganze Zeit in der Hand, das nervt mich. Wie wechselt man denn die Sachen in der Hand? Mausrad oder was? Keine Ahnung. Nee. Der fällt schon Bäume hier. Ja, ich baue mein Shelter. Ach, deinen, alles klar, ich verstehe. Na, wir können auch einen Gruppenshelter bauen. Dann reiße ich meinen wieder ab. Ist das überhaupt ein richtiger Shelter? Ich habe eine Feder eingesammelt, Alter. So, ich sammle das mal wieder ein. Das sieht mir nicht aus wie irgendwas, was wir gebrauchen können, dieser komische Unterschlupf. Irgendwas für Gruppen.
Wir können doch zum Beispiel den Log Cabin bauen. Das ist eine richtige Hütte. Wollen wir eine richtige Hütte bauen? Ja, sicher. Hier. Osus, okay. Bringt mal kurz zwei. Pass auf, hier. Hier, ich setze hier die Hütte hin. Zack. Jetzt müssen wir da. Genau, ich bring die mal da rein. Wo ist brauchen denn nur noch 89. Log Cabin, die baust du, oder was? Ja, die habe ich schon gebaut. Oh, jetzt müssen wir Holz sammeln. Naja, gebaut. Also, man kann noch. Also, sie ist noch in unserem Mind. Gebaut ist super aus. Natürlich auf jeden Fall ein bisschen übertrieben. Müssen wir jetzt Holz sammeln, oder was? Vorsicht, ja. Timber, Baumfeld. Wie kann ich das denn wieder abbrechen? Was denn abbrechen? Ja, schon gut. Bleib mal da stehen, Brilli. Ich guck, ob der Baum dich jetzt immer noch töten kann. Ja. Oh, jetzt. Aber der fällt in eine andere Richtung. Genau aufs Flugzeug. Boom. Geil. Wie fällt man? Einfach geklickt lassen, oder? Ja, ich muss immer wieder klicken, komischerweise. Ja, immer wieder klicken. Aber wenn ich. Ah. Ja, ganz schön kräftig, unsere Leute hier. Ja. Oh, der Baum fällt! Oh, der Baum fällt auf Mexikanisch! Eieiei! Ei, ei. Der fährt weiter. Wer hat denn da so geschrien? Ich war das. Der ich. So, warte mal, wo muss ich das jetzt droppen? In dem Haus? Wäre jetzt eigentlich der perfekte du Punkt musst für auf den das ersten Haus gehen und dann E drücken. Boah, wir haben so ein richtiges Ding aufgestellt. Aber das, so ein Baum gibt da nicht nur einen Lock. Da müssten da noch mehr rumliegen, oder? Drei bis vier. Je nachdem, wie groß der Baum ist. Mein Baum ist immer ganz groß. Oh, der fällt genau auf euch. Ach, die Scheiße. Ah! Oh, oh. Timber. Alter, wer lacht denn hier so hysterisch? Ja, ich habe auch irgendwas gehört. Das habe ich auch gehört. Das klang ein bisschen gruselig. Ey, lass mal bitte schnell diese Hütte bauen. Ja, wir sind ja dabei. Schneller. Brilli, wo ich gerade herkomme. Da! Da ist einer! Wo ist der? Wo ist der? Da, hier, da kommen die! Ah, ich hab's nämlich nur lachen hören und war total erschrocken. Was sollen wir machen? Hingehen oder nicht? Ja, die killen wir, die zwei. Sauer. Sehr gut. Können wir denen irgendwas abnehmen? Ein Zahn lag hier gerade rum. Ein Zahn? Und jetzt hab die Leiche, glaube ich, über mir, oder? Ja, du hast die Leiche. Komm, was soll ich damit? Ja, du weg. Komm, bring sie in unseren Keller. Aber da war noch ein zweiter, ne? Der ist abgehauen. Ja. Alter, ey. Das war's mit Jugendfreiheit für das Video, ey. Du Bastard, ey. Oh, der kommt. Ah, was? Wo? Da, wo mein Baum gerade umfällt. Da hinten rennt er. Ja, dann lass ihn doch töten. Wo ist er denn? Ey, es sind aber überall welche, kann das sein? Nee, der hängt am Baum. Der hängt oben am Baum, ey. Guck mal nach oben. Der hängt hier am Baum, der kranke Typ. Da oben am Baum tatsächlich. Und unten unter dem ist noch einer. Oh, der springt von Baum zu Baum, die Mistratte. Kannst du auch zwei tragen? Ja, zwei kann man tragen. Ja, dann hat man das doch. So, ich habe einen Zahn von dem Typen. Geil. Den hänge ich mir jetzt um den Hals. Aber die greifen nicht an, oder? Doch, die greifen an! Ah! Hau den um! Was ist mit dem? Der ist aber schnell. Schön Zahn aus der Gusche hier hauen, ey. Gibt's hier eigentlich Friendly Fire oder muss man die ganze Zeit auf euch achten? Keine Ahnung. Gucken wir doch mal. Da kommt noch einer! Wo? Da. Ey Leute, was ist denn da nicht richtig? Wie, warum? Ich dachte, die greifen nur. Ja, hier ist da irgendwie was nicht richtig. Ich dachte, die greifen nur nachts an oder was? Ja, vielleicht. Unter den Bäumen ist ja Schatten. Vielleicht gehen die auch im Schatten umher. Oder? Alter, sind das kranke Typen, ey. Hilfe. Warum sind die voll schnell? Wo ist meine Energie? Ja. Und das Schreien ist voll gruselig. Schon? Ich erschrecke jedes Mal. Ich habe am Anfang gedacht, das ist Brilli, der kranke Wichser, der wieder. Habe ich auch gedacht, war ich aber nicht. Lass mal schnell die Hütte bauen, Leute. Ja, ja, wir sind dabei. Schnell die Hütte. Auf, ich fäll und ihr lauft. Ja. Ich fäll auch, wenn kein Baum in der Nähe ist. Du fällst, wenn keiner in der Nähe ist, ich fäll, wenn einer in der Nähe ist. Da hinten liegt noch was. Ja Leute, das mit dem Ficken war natürlich nur Spaß. Wir machen natürlich schöne Dreier-Action nachts. Nur unter uns. Ich kann Bärte wärmen fällen, so schön. Muss mal zu Ende fällen, Brilli, weil meine was? Energie ist alle. Wo ist die Energie? Ist das jetzt das Rote? Jetzt,
Nee, das ist das Helltürkise auch rechts. Ach so, das ist die, ja, das ist aber die, ja, meine ist auch leer. Die Ausdauer meinst du. Was ist denn unsere Hauptenergie? Das Rote, nein, oder? Und Durst. Ja, aber haben wir keine Energie? Ja, Lebensenergie. Ich denke, bestimmt das Rote. Das ist das Rote. Ja. Und der Rest ist Mana, oder was? Auf nee. Der Baum nicht um. Ich glaube, Hunger und... Hunger, Pipi, kalt. Jetzt fällt er um. Ist der lang. Mach mal hier. Boah, das war ein... Ist der lang, hast du aber auch letzte Nacht gesagt, mein Freund. Und so haarig. Wie wir hier echt komplett die Oh, ich glaube, ich habe sogar drei. Ah, nee, ich kann nur zwei. Nee, du kannst nur zwei nehmen. Aber wir, ey, ich habe hier... irgendwie ist die... Das ist zu schnell alles. Ich habe keine Orientierung hier. Musst du Maus mal ein bisschen langsamer machen. Das ist wahr. Habe ich auch gemacht. Wir sollten uns auch darauf einigen, jetzt nicht zu weit uns vom Flieger zu entfernen, ne? Ja. Wir wissen nämlich nicht, was uns erwartet. Um den Flieger herum die Bäume erstmal weg. Vorsicht, hier fällt nur einer. Wir haben übrigens... War das überhaupt sinnvoll, dass wir direkt hier unsere Bude bauen? Keine Ahnung. Ich denke mal, die Typen werden wissen, dass wir hier sind. Ne, darum geht's mir jetzt nicht. Ich meine halt wegen Loot und so. Vielleicht hätte man einfach weiter gehen sollen erstmal. Naja. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen halt auch mal ein paar Viecher fangen, ne? Irgendwie, glaube ich. Fangen? Ja, oder Fallen stellen, irgendwie so. Hasen, irgendwie was zu futtern. Ach so, ja, Futtern, ja, das Hallo, stimmt. Baum. Also die kann man nicht futtern, ja, die Zombies. Nee. Hallo, Baum. Ach so. So, Baum fällt. Blub. Ach, komm schon. Wir haben doch die Hütte fast. Lagerfeuer wäre noch gut davor, hm? Da drin? Ja, auch, glaub, wie bei Ark. Da drin, genau. Wie bei Ark, genau. Nur, dass wir hier komischerweise nach den ersten 12 Minuten schon mehr Progress haben als in allen Folgen. Hör ich da wieder Kritik? Nein, nur eine Anmerkung. Aber es sieht doch schon ganz nett aus, unsere Hütte. Oh, guck mal, hier ist eine Kiste. Ach nee, es ist ein Baumstamm. Wo ist denn meine Axt? Ich habe meine Axt nicht mehr. Ich habe meine Axt nicht mehr. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ah, okay. Oh, bin ich schmutzig? Oh, ja. Yeah. Oh, ja. Du bist so schmutzig, Junge. Ja, Mann. Ist Schmutz nicht auch ein Thema, dass man, oder Blut, dass man das Blut abwaschen muss? Alter, ich weiß es nicht. Hast du das schon gespielt? Ich nicht. Nein. Ich auch nicht. Ich will einfach nur eine Hütte mit Tür, sodass ich nachts mich verstecken kann. Aber man hat doch mal das eine oder andere Let's Play. Wo mag der wohl sein? In der Hütte vielleicht. Tolles Versteck. Ja. Ich hab's nie gesehen und nie gespielt tatsächlich. Ich auch nicht. Ich gucke keine Let's Plays, ich produziere nur. Sei denn, die sind von euch. Bei solchen Sprüchen fällt mir dann immer nur ein Zitat von Jan Delay ein. Wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest. Da ist was dran. Hallo, warum fällt dieser Baum nicht um? Bäume dabei, die echt lange brauchen, bis sie umfallen. Da kommen aber dann auch mal schnell 5 solche Stämme raus. Da kann aber sein, dass da immer noch so ein kleiner Pups da drin hängt und nicht deswegen nicht umfällt. Habt ihr schon Federn gesammelt? Nein, nee. Wieso? Ich habe eben eine Feder aufgesammelt. Wollen wir denn einen Häuptling wählen, oder was? Graf Brilli der Erste. Übrigens 20 Minuten Folgen, ne? Würde ich mal sagen. Okay. Sie, Senior, 8 Minuten haben wir schon. 14. 8 sind's noch. Chill mal, Junge. Ich muss nämlich auch aufs Klo, wie ich gerade merke. Ach so. Deswegen habe ich mir einen neuen Mülleimer besorgt. Einen geschlossenen. Ich lasse quasi laufen. Sehr gut. Ja, ich muss hinten rum, deswegen. Ach so. Boah, ich habe keine Energie, es nervt. Hallo, Baum. Kann es sein, dass je weniger den äußeren blauen Balken, je weniger du davon hast, desto schneller geht deine Energie auch runter, deine Ausdauer? Das kann sein. Ah, ich guck mal, was kann ich denn hier in meinem Inventar zu mir nehmen? Soda, Restore los. Energie. Ja, jetzt habe ich getrunken, jetzt habe ich wieder voll. Ein Soda? Ein Soda. Soda-Stream. Keine Werbung. So,
Warum steht da unten jetzt bei mir Gather Leaves 7 von 7, Gather Sticks 2 von 2? Weil ich noch ein Lagerfeuer platziert habe. Nice. Die Lichtung haben wir erstmal schön sauber gemacht hier, ne? Ja. So, Lagerfeuer ist bereit. Man hat's. Boah, dieser Baum hat's aber in sich. Okay. Aber er sieht jetzt. Aber das verbrennt die Blätter, deswegen mach ich's nochmal aus. Jetzt müssen wir direkt wieder Blätter sammeln gehen. Der kippt nicht! Wuff, genau auf den Kopf. Dann geh nochmal von der anderen Seite ran, das hilft scheinbar auch manchmal. Und vergesst nicht, was zu trinken. Mit Flight. Endlich. Bombfeld! Au! Low Energy. Okay, ich hab meinen Sohn erwischt, Timmy. Habt ihr eigentlich auch alle euren Timmy verloren oder nur einer von uns? Ich hab meinen Timmy auch verloren. Okay. Meiner heißt auch Timmy. Ja, aber jetzt kann ich das Haus nicht mehr. Ah doch. Gleich ist das Haus fertig, Leute. Schön. Cool. Kann sein, dass die Bäume ganz schnell wieder neu wachsen? Hat jemand das Feuer wieder angemacht, schwarzer Sau? Hat mir gerade einen riesen Baum gefällt. Das kann sein, dass die halt nachwachsen. So sollte es ja auch sein. Ich hab's nicht. Ja, das verstehe ich nicht. Hier habe ich doch gerade einen riesen Baum gefällt. In your dreams. Ja, wäre cool, wenn die nachwachsen. Da muss man nicht so weit gehen für Holz später. Ja doch, die wachsen auf jeden Fall nach. Hungry, find something to eat. Okay. Leute, noch 4. Ich habe noch jetzt quasi 2, bringe ich gerade. Brilli, wo ich gerade bin, guck mal hier, da hinten ist noch einer. Wo? Weiter hinten. Da etwas weiter hinter. Du willst mich doch loswerden. Nein, also wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir eine Nahrungsquelle uns dann als nächstes erschließen. Weil mit dem Hunger, das ist ein bisschen gefährlich hier. Jupp. Können wir hier fallen? Ich glaube, ich habe da hinten ein Haus gesehen. So, Haus ist fertig übrigens. Ah, cool. So, ich habe hier noch 2 Logs. Rein? Also durch die Tür einfach, ne? Mhm. Genau. Du sagst es. Funktioniert nicht. Warte mal, ich kann hier Sachen einstellen. Kann man was kaputt machen? Hungry, find something to eat. Habe ich irgendwas zu eat? Reset. Mal I drücken. Bruce. Ich habe nur einen Snack. Also ich komme auch nicht ins Haus und das ist ja meins, das verstehe ich nicht. Ich kann hier was tauschen, ja. Find the missing passengers, okay. Wieso kommen wir hier nicht rein? Haben wir jetzt ein Haus umsonst gebaut, oder was? Hä, man muss doch hier irgendwie reinkommen. Dude. Hürre. Hürre. Learn the basic. Ist bei euch auch so ein R, wenn ihr hier neben der Tür steht? Mit einem Haus? Nee, doch. Das ist nur bei dir da, oder? R. Aber ich kann damit nichts machen, das... Doch, da kann ich Farben Mähne stellen. Ja, du? Ja. Toll, jetzt wird's ja nachts. Ich kann da auch Farben einstellen. Ja, stimmt, ich auch. Ja gut, Das ist echt eine Hütte. Und sie können einfach nicht rein. Ist das doof. Wie kommt man da rein? Das gibt's doch gar nicht. Find Timmy Setup Camp, find the missing plane passengers, okay? Mhm. Man kann auch Defensive Spikes. Hier kann man bauen. Speichern, ich speichere mal gerade. Wo denn? Wenn man in das Fenster guckt. Ja, auf deinem Bett, ja. Ich will hier rein. Kann man reinspringen? Nee. Nein. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier beim Lagerfeuer bleiben, weil sonst kommen doch hier bestimmt gleich die ganzen... Ich würde sagen... Irgendwie das muss ist man doch nicht hier cool. reinkommen. Kann doch nicht sein. Es ist doch bestimmt wieder irgend so ein Ding, dass... Wir hatten angefangen, die Hütte zu bauen. Der Mähne. Termine. Du musst sie wahrscheinlich öffnen oder einstellen? So. Das ist doch wahrscheinlich wieder in deinem Besitz oder sowas. Tja. Ich kann auch nur das R in der Farbe verändern. Gelb, grün, lila, rot, blau, weiß. Hm. Hier, Tür ist... Ich bin drin. Wie hast du es gemacht? Ich bin durch die Tür gegangen. Einfach nur durchgegangen.
Bravo! Wir sind einfach die Profis. Und das ist das super Ende für diese Folge, Leute. Das ist das perfekte Ende auf jeden Fall. Tür! Tür! Kann man durchgehen? Wirklich? Oh mein Gott, ey. Ihr zwei. Eieiei. Gut, liebe Freunde, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei diesen K.O. trotzdem das nächste Mal wieder mit dabei, hier bei den Waldmeistern. Tschüss, ihr beiden. Bis dann, mach's gut, tschüss. Tschüss.